Next News, Nummer 63, spannende Themen diese Woche wieder. Citroën DS3 Crossback E-Tense, schwerer Name, ich saß heute schon drin, ab sofort bestellbar. Erneute Preisrunde bei Tesla, Model 3 Preise wurden relativ stark gesenkt diese Woche am Dienstag. Der Hyundai Kona in der Elektrovariante wird 2020 in Europa gebaut, Lieferzeiten könnten sich dadurch verkürzen, auch das Volumen geht hoch. Das KW-Gewindefahrwerk für eine Tieferlegung des Tesla Model 3 für die Allradvarianten ist ab sofort bestellbar und ein neues von Next Move. Unser Mieter André hatte eine Woche Model 3 und hat sich danach ein Model 3 bestellt und gleich wieder storniert. Ich habe ihn dazu interviewt hier vor der Tür. Neue Walkthrough-Videos, also Erklärvideos zu verschiedenen Fahrzeugen aus der Flotte, sind in Produktion sozusagen. Und am 27.07., also nächstes Wochenende sozusagen, bin ich beim Clean Electric Podcast wieder zu Gast. Ja, zuerst zum Citroën DS3 Crossback E-Tense. Der ist ab sofort bestellbar. Ich war heute Vormittag mal in der nächsten DS, also Citroën-Niederlassung. Nicht bei allen Citroën-Händlern gibt es dieses Fahrzeug, sondern nur bei denen, die da also ein gewisses, ich sage jetzt mal, Luxuslevel erreicht haben. Und habe zumindest in der fossilen Variante mal die mir mal aus der Nähe angeschaut. Die Preise starten bei 38.390 Euro. Es ist im Prinzip die gleiche Plattform und Technik wie beim Opel Corsa E und beim Peugeot E208 mit einer 50 Kilowattstunden Batterie, die in der Spitze wohl mit 100 kW auch an CCS ladefähig sein soll und so eine Aufladung von 0 auf 80% in 30 Minuten ermöglicht. Der 11 kW Lader ist wohl Serie. Die WLTP Reichweite ist mit 320 Kilometern angegeben. Obwohl es ja eher jetzt ein Lifestyle-Produkt ist, ist er von 0 auf 100 sozusagen im Sport etwas langsamer als die kleinen Konzernbrüder, nämlich 9,1 Sekunden. Ja, das Design, oder er gehört bei uns so ein bisschen in die Ecke vom Honda E oder auch vom elektrischen Mini, die da kommen. Das heißt, ein bisschen mehr Geld, ich will nicht sagen viel Geld, ein bisschen mehr Geld für eine Optik oder ein gewisses Lifestyle oder auch Premium-Niveau. Im Innenraum ist allerdings relativ beengt, kann man sagen, also weniger als Zoe aus meiner Sicht. Sowohl auf der Rückbank und vor allen Dingen aber im Kofferraum ist das Auto relativ klein, also nicht blind bestellen. Zumindest Probe sitzen sollte man das Fahrzeug beim Händler. Bei Tesla gab es wieder eine Preisrunde. Die Preise wurden angepasst für alle Modelle im Konfigurator. Besonders betroffen das Model 3 Performance jetzt zu haben ab 56.370 Euro. Das hat sozusagen noch vor wenigen Tagen ein normales Allradmodell gekostet, sind ungefähr 10.000 Euro weniger als zuvor. Das Model 3 Allrad mit der großen Reichweite ist zu haben ab 52.370 Euro und damit ungefähr 4.000 Euro günstiger als zuvor. Und Standard Range Plus, die Einstiegsvariante, ist ungefähr 1.000 Euro günstiger als zuvor mit einem Einstiegspreis von 44.370 Euro, jeweils inklusive der Bearbeitungsgebühren von Tesla. Und die BAFA-Prämie mit 2.000 Euro vom Start geht also noch ab. Weiß ist das neue Schwarz, also die neue Grundfarbe, die ohne Aufschlag bestellbar ist. Ist im Prinzip auch nochmal eine verdeckte Preissenkung, weil wir raten von dem Schwarz ausdrücklich ab. Der Lack ist also wirklich im Alltag, sieht man schon nach wenigen Tagen oder Wochen Benutzungsspuren bis dahin, dass die Fahrzeuge schon, wenn sie aus der Aufbereitung von Tesla kommen, nicht aussehen wie ein Neuwagen. Wer da also schwarz möchte, sollte es versiegeln lassen. Das neue Weiß, was da kostenlos jetzt so verfügbar ist, ist kein Uni-Weiß, sondern ist also auch ein Pearl White, also eine höherwertigere Lackierung, was wir also, wenn man preisbewusst kaufen möchte, sein Model 3 entsprechend auch dann empfehlen würden, weil es halt 1.000 Euro günstiger ist als die anderen Farben. Beim Model S und X Performance ist ab sofort der Ludicrous-Mode wieder serienmäßig dabei. Bisher schlug der mit 9.200 Euro bzw. 9.800 Euro beim Model X zu buchen. Bei Hyundai gab es Neues, jetzt ist es offiziell. Bisher wurde nur gemunkelt darüber, dass der Hyundai Kona Elektro demnächst auch in Europa gebaut werden soll. Das soll im nächsten Jahr beginnen. In Tschechien soll er produziert werden. Da fällt natürlich ein Schiffstransport von 4 bis 8 Wochen, wie lange die Autos bisher also aus Korea unterwegs waren, das entfällt natürlich. 46.000 Einheiten des vollelektrischen Kona sollen nächstes Jahr in Tschechien produziert werden. Das ist also eine ganze Menge. Bisher wurden die Fahrzeuge also nur in Korea gebaut. Wir erwarten zum Jahreswechsel auch einen Facelift bei diesem Fahrzeug mit einer App-Anbindung und auch einem 11 kW Lader. Allerdings befürchten wir, dass das Auto davon nicht billiger wird. Wir haben es also beim
Hyundai Ioniq, wo es ein Akku-Upgrade und auch die App-Anbindung gab und das Auto mal eben 4.500 Euro bei gleicher Ausstattung oder vergleichbarer Ausstattung teurer geworden ist. Beim Kona wird es hoffentlich nicht so viel sein, aber eben mehr Leistung kostet vermutlich auch mehr Geld, dass sie das voraussichtlich nicht preisgleich bewerkstelligen werden. Das Auto gibt es seit 2018 oder seit 2018 werden schon seit letztem Jahr Autos in Deutschland ausgeliefert und bei Nextmove gibt es auch schon ein paar gebrauchte auf der Fahrzeugseite oder auf der Fahrzeugverkaufsseite. Link packen wir unten in die Beschreibungsbox. Das KW-Gewindefahrwerk für die Tesla Model 3 Allradmodelle ist ab sofort bestellbar. Wir hatten ja letzte Woche ein Video auf dem Kanal online gestellt, wo wir den Verbrauchsvorteil für ein tiefer gelegtes Model 3 gezeigt hatten. Auf der Autobahn waren wir da also 7% sparsamer als in einem baugleichen Fahrzeug mit Serienfahrwerk unterwegs. Der Grund für die meisten Leute, sich so ein Fahrwerk zu kaufen, ist natürlich nicht, dass das Auto sparsamer ist, weil man es meistens auch mit einer hübschen Felge und einem größeren Rad kombiniert, das diesen Vorteil dann wieder auffrisst, sondern vornehmlich Optik und verbesserte Fahrdynamik. Das Allradfahrwerk kostet so viel, wie wir es angekündigt hatten, nämlich 2.299 Euro inklusive Mehrwertsteuer, zuzüglich Einbau und auch Eintragung für das Fahrzeug. Der Christian hatte eine Warteliste angelegt und heute die ersten Bestellungen auch ausgelöst, um den Kunden da eine frühzeitige Belieferung zu sichern. Wenn ihr da Fragen dazu habt, dann schreibt uns gerne an info@nextmove.de oder ruft einfach an, dass der Christian euch da beraten kann bei der Anschaffung oder bei dem Umbau des Fahrzeuges über entsprechend zertifizierte Werkstätten. Wenn ihr es vorher testen wollt, können wir zumindest in einem heckgetriebenen Fahrzeug, das dieses Fahrwerk hat, das anbieten. Aktuell steht das Auto aus unserem Testvideo am Standort München und kann dort auch für Interessierte zu den normalen Konditionen gemietet werden. Dann noch Neues von Nextmove. Zum ersten noch ein bisschen Nachlese und Vorsicht vor Produktpiraterie. Es geht um die Socken zum VW ID.3, die ich bei der Präsentation des Fahrzeuges in Wolfsburg bekommen hatte, die da für einige Kommentare unter dem Video gesorgt hatten. So sehen sie also aus. Sie sind leider nicht bestellbar, also auch für ID.3-Reservierer. Vielleicht kriegt man sie demnächst noch unaufgefordert per Post geschickt, aber man kann sie nirgendwo kaufen. Wir haben also ähnliche Produkte jetzt entdeckt. Man muss also aufpassen, dass man da nur die Original ID.3 Socken als Fan sich da anzieht. Wir blenden sie mal kurz noch mit ein. Außerdem war der André bei uns. Er hat sich für eine Woche ein Tesla Model 3 gemietet und gleich am ersten Tag sein eigenes Auto bestellt. Obwohl er es eine Woche gemietet hat, war schon nach dem ersten Tag die Kaufentscheidung getroffen. Wir schauen kurz rein. So, bei mir ist der André, hatte eine Woche dieses schicke Tesla Model 3 gemietet. André, schaust du unsere Videos auf YouTube? Habe ich bisher alle gesehen, ja, seitdem ich mich für das Tesla Model 3 interessiere. Und hast du da Informationsgewinn gehabt? Unbedingt, ja. Die ganzen Zeitvergleiche der verschiedenen Autos, super interessant. Und ausprobieren ist aber schon noch was anderes, ne? Ausprobieren ist natürlich super, super was anderes. Ich habe schon vorher bei Tesla das Performance-Modell eine Stunde Probe fahren können. Da hat man natürlich nicht so viel Informationsgewinn oder das Gefühl, wie ist das Auto im Alltag. Dann habe ich aber jetzt hier eine Woche lang das Modell 3 von euch ausgeliehen und konnte dann auch die Langstreckentauglichkeit testen, da ich regelmäßig 500 Kilometer nach Schleswig-Holstein hoch und runter fahre, nach Leipzig. Und das hat super geklappt mit dem Auto. Hat er geschafft, ja? Hat er geschafft, ja. Und hast eins bestellt oder was? Hab jetzt einen bestellt. Vorteil jetzt noch Preissenkung durch Tesla vor 2 Tagen und habe mich dann für ein weißes Modell 3 Performance-Version entschieden. Da war noch Luft für Performance. War noch Luft für Performance nach der Preissenkung, ja. Und hast du einen Auslieferungstermin? So schnell geht's nicht, ne? Nee, leider nicht, aber Ende August ist angesiedelt. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Dankeschön. Ja, auf Performance gewechselt heißt also nicht, dass man einfach die Bestellung umschreiben kann. Man muss dann also stornieren und eine neue Bestellung für das entsprechende Modell nach der neuen Preisliste entsprechend auch auslösen. Des Weiteren haben wir neue Walkthrough-Videos gedreht diese Woche. Die sind sozusagen in Produktion gerade. Wir haben also eine Serie aufgesetzt von verschiedenen Erklärvideos, wo wir die Fahrzeuge in der Bedienung, in der Regel wertungsfrei, einfach nur erklären. Die Kunden, die sich also bei uns ein Auto mieten, können sich da vorab schon einen ersten Überblick in das Fahrzeug verschaffen, wie man es lädt, wie die Türen aufgehen, wie das Navi geht, wie der Tempomat geht und so weiter. Wenn ihr eine Fahrzeugflotte habt und diese Videos mit benutzen wollt als Erklärvideos, sei es für eine Dienstwagenflotte, um da Kollegen und Mitarbeiter zu informieren oder auch für ein Carsharing-Projekt, dann fragt gerne bei uns an die kostenfreie Nutzung dieser Videos.
Dann bin ich wieder auf Tour und zwar am 27.07. bei Clean Electric zum Podcast eingeladen. Es geht um ein spannendes Auto, was dort im Vordergrund stehen soll, das wir schon in der Flotte haben, auch im Kanal schon intensiv getestet haben. Ich weiß nicht, ob ich es schon ausplaudern darf, ich tue es mal noch nicht. Ich selbst bin auch mit dem Auto zum Hockenheimring beim E4 Testival hin und zurück unterwegs gewesen. Wir kennen das also ziemlich gut, dass ich da als Gesprächspartner geladen bin. Der Marcel vom Team von Clean Electric hat diese Woche auch in München sozusagen einen Mietwagen von uns getestet, um das Auto auch selber noch intensiver zu erleben. Die direkten Wettbewerber werden sicher auch mit besprochen. Ihr könnt wieder live mit dabei sein. Den Link packen wir unten nochmal in die Beschreibungsbox. Vorher sehen wir uns aber hoffentlich noch nächsten Freitag wieder in der nächsten Next News Sendung. Tschüss.